wenn du schon als spiritueller Mensch oder auch als normaler Mensch, in Anführungsstrichen, der damit gar nichts am Hut hat, gehört hast, dass Trennung nicht existiert, dann kann es auch keine Trennung geben zwischen dir und dem sogenannten Anderen. Alles ist eins, es sieht bloß unterschiedlich aus. Trennung existiert in keinerlei Form, auch wenn es so aussieht. Wenn du das als vielleicht wissenschaftlich orientierter Mensch oder als analytisch orientierter Mensch nicht glauben willst oder wahrhaben kannst, sprich bitte mit einem Quantenphysiker oder einer Quantenphysikerin, was die Natur von Realität und von Trennung ist. Du wirst dich wundern. Es kann sein, dass uns es manchmal befremdlich vorkommt, wie andere Menschen agieren, was für einen kulturellen Hintergrund andere Menschen haben, wie sie sich vielleicht benehmen, wie sie aussehen, sich kleiden oder sonst was. Und das kann zunächst auch erstmal natürlich sein, weil wir in einem anderen Umfeld aufgewachsen sind und der Mensch per se erstmal allem Fremden aus altertümlichen, natürlichen Reflexen heraus gegenüber sehr skeptisch ist. Okay. Aber Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzungen, ich bin besser als die anderen oder wir, das kollektive Ego ist ja noch viel verrückter als das Einzelne, kommt nur aus der Illusion der Trennung. Wenn du den inneren Plauderheini in dir überhörst, nicht mehr auf ihn hörst, deine Gedanken beobachtest, ganz einfach, sodass sie mal stiller werden und mehr Luft da reinkommt in das Ganze, wirst du etwas entdecken. Du wirst einen inneren Frieden spüren, der dir vielleicht bis dahin noch gar nicht so bekannt vorkam. Das bist du. Das Licht, die Stille, der Frieden, der gar nichts möchte. Der möchte nichts haben, der möchte aber auch nichts weghaben. Also Anhaftung und Ablehnung entfällt. Es ist einfach ein glückliches, wohliges, zufriedenes Daseinsgefühl, die Existenz deiner wahren Natur, jetzt in diesem Moment als Menschenform. Und wenn du das siehst und erkennst und vielleicht ein Staunen entwickelst, das dann sagt, ah, ich bin ja was ganz anderes, als ich gedacht habe, noch ein Ich-Gedanke, das stört uns jetzt aber mal nicht, dann wirst du erkennen müssen, dass auch in einem sogenannten Anderen das gleiche Licht leuchtet als Essenz wie in dir. Es ist in keinster Weise wegzudiskutieren, dass du, liebes Sein, alles erschaffen hast und dass du dort als Menschenform die exakt gleiche Essenz bist wie der sogenannte Andere, den du vielleicht anprangerst, angreifst oder nicht hier haben willst. Da wird einfach ein Trennstrich oft gezogen, den es nicht gibt. Ganz oder gar nicht. Liebes Sein in Menschenform dort. Natürlich gibt es menschliche Abwehrreflexe, es gibt natürlich angeborene Ängste, wenn wir wirklich angegriffen werden oder wenn irgendetwas passiert, versetzt das diesen Körperorganismus in Angst, möglicherweise, das ist natürlich. Aber wenn du nur, weil du an ein Gedankenmuster glaubst, das Trennung proklamiert, dann Angst entwickelst, bist du verrückt, schlicht und ergreifend, egal um welches Thema es sich handelt. Wenn du also merkst, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, dass sich etwas in dir regt, Urteile, Bilder, Situationen, die gar nicht jetzt in deinem Wohnzimmer sind, oder sind sie da? Schau genau hin. Ich sage mal, nein, da sind sie nicht. Dann hör auf, sofort, liebes Sein, diesen Gedanken, die dort auftauchen, zu glauben. Deine Aufgabe hier ist es, Frieden in die Welt zu bringen, in das Spiel und nicht Unfrieden. Wenn du merkst, dass du durch eine scheinbar äußere Situation in Unfrieden geraten bist, der nicht mehr weggehen will, darfst du nochmal von ganz vorn anfangen. Beginne mit dem Sitzen in Stille und siehe, was du wirklich bist.
Entdecke die Liebe, die du bist, die du unendlich viel zu geben hast. Niemand kann dir etwas wegnehmen. Das Mangelgefühl, was du zu haben glaubst, kommt nicht aus einer echten Situation im Außen, die da oben und wir hier unten, oder die noch alle hierher kommen und wir werden in die Ecke gedrängt, sondern das Mangelgefühl kommt aus dem Gefühl der Trennung heraus, aus dem Irrglauben, dass ich nur ein kleines, getrenntes Ich bin, was mit dem ganzen Rest nichts zu tun hat. Das muss sich anfühlen wie ein Mangel. Oder setze hier bitte deinen gesunden Menschenverstand und deine Logik ein. Niemand kann dir etwas nehmen, es ist genug für alle da. Es ist vielleicht scheinbar im Außen fehlverteilt. Doch wenn du in der Lage bist, hier zuzuhören und diese Worte zu hören und deine wahre Natur zu erkennen und zu erkennen, dass du alles bist, was könnte dir da noch fehlen? Was fehlt in diesem Moment? Nichts.